und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr gerade seht, ich bin wieder draußen unterwegs für euch. Und zwar, es kommt wieder ein neuer Lost Place. Heute ist wieder Lost Place Tag. Und ihr seht ja schon im Hintergrund zwei alte Mauern oder Mauerstücke. Und ja, wir werden uns das Ganze jetzt einmal angucken. Und würde ich sagen, bleibt dran, ne? Auf geht's! Direkt vor mir befindet sich jetzt hier das Lost Place. Ich zeige euch das mal. So. Und ja, wir gucken uns das einfach mal genauer an. Also hier sind schon mal Gitter vor. Das heißt, man kommt auch nicht rein, aber man kann ja reingucken, das reicht ja. Hier auch. Ich zeige euch das mal gleich von innen. Hier kann man auch reingucken, aber schade, dass man da nicht reinkommt. Wobei, ich habe gerade eine Stelle gesehen, da können wir reingehen. Und hier befindet sich ein Eingang. Ich befinde mich jetzt mittendrin hier, von innen, ist ganz nice. Mal gucken, was hier denn so drin ist. Nichts Besonderes. Hier ist auch noch ein Raum, ist aber auch nichts drin. Hier ist eine Gittertür. Naja, das war es auch schon. Überall die Decken kaputt, da oben auch, auf alle Fälle ist das echt nice hier eigentlich, aber wie ihr sehen könnt, auch hier ist überall Müll. Richtig viele Schmierereien. Warum? Weiß ich nicht. Warum man das machen muss? Keine Ahnung. Einfach nur, um Sachen zu beschädigen oder keine Ahnung, sein Markenzeichen dahin zu setzen. Keine Ahnung, wie so ein Hund, der sich markieren muss. Ich weiß es nicht. Es ist auch nur ein kleiner Lost Place. Es soll nichts Großes sein. Aber ich habe davon gehört und dachte, da fährst du mal direkt erstmal hin. Und das habe ich jetzt ja gemacht. Ich bewege mich mal ein bisschen davon weg, dass ihr das ein bisschen im Hintergrund sehen könnt. Ist nämlich so eine Treppe. Hinter mir befindet sich das ganze Lost Place, sozusagen dort hinten. Und ja, vor mir befindet sich gerade eine schöne, weite, grüne Fläche. Und hier kann man auch gut picknicken. Schade, dass ich jetzt nichts mit habe, aber dafür sind wir auch nicht hier. So, das war's mal wieder mit einem schönen kleinen Lost Place. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ja, ihr wisst ja, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und natürlich die Glocke aktivieren. Wenn ihr dabei bleiben wollt und wissen wollt, wann ich wieder neue Videos hochlade, dann, wie gesagt, Glocke aktivieren. Und ja, in diesem Sinne, ich verabschiede mich mit diesem kleinen Lost Place und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Also bis dahin, macht's gut und haut rein!